Hey Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, also von gleich und Jell oder wir. Ich zeige euch heute mal die MakeFortniteSkins.com Seite, indem ihr euch eigene Skins erstellen könnt und die auch an Epic Games senden könnt. Wir haben zum Beispiel jetzt hier oben Female und Male. Ich habe jetzt Male ausgewählt. Female und Male. Sollte eigentlich klar sein, männlich, weiblich. Und wir können jetzt zum Beispiel hier unsere Köpfe auswählen. Zum Beispiel hier. Und den auch wieder wegmachen oder toggeln. Dann haben wir hier noch so einen Körper da. Und wir können aber auch ganz einfach sowas drüber machen. Also es ist schon cool. Wenn wir zum Beispiel, was nehme ich jetzt mal? Wir können den Hintergrund auswählen. Das wäre dann, keine Ahnung, wir nehmen, das ist ein epischer Skin. Und da nehmen wir den Rahmen. Das sieht so dumm aus. Dann nehmen wir den Rahmen-Skin, können wir drauf machen. Aber ich würde lieber mal so einen zweiten Omega-Skin machen. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, so ein schwarzer Ritter wäre natürlich auch geil. Schwarzer Ritter mit Buddy, welchen Buddy nehmen wir da mal? Das ist ganz schwierig, weil das sind einfach extrem coole Sachen, die man hier mitmachen kann. Hier. Das sieht so dumm aus. Mann, was ist das denn? Dann haben wir hier Legs. Was nehmen wir hier für? Ja. Der sieht eigentlich okay aus. Legs Misk? Flügel? Wie das aussieht. Wie das einfach aussieht. So witzig. Das ist doch ein toller Skin. Den würde ich mir auf jeden Fall für 15 Euro nicht kaufen. Ja. Ihr merkt schon, ich bin sehr gut im hier den Skin machen. Wir machen jetzt einfach mal Female. Was machen wir hier? Okay. Ich mag das überhaupt nicht, diesen Kopf. Egal. Wir machen jetzt, komm, machen den hier. Den da rein. Dafür machen wir den da raus. Und dann machen wir einen Buddy. Den da. Oder den da. Ich will nicht, das aussieht. Ein Skikopf mit so einem mit so einem T-Shirt. Wieso sieht das aus? So. Das ist unser Skin. Leute, das ist unser neuer Skin. Den, ganz ehrlich, ich würde mir sogar den bestimmen, wenn das Oberteil so anders wäre. Ich komme mal das Oberteil. Was nehmen wir als Oberteil? Das hier. Ganz ehrlich, so würde ich mir den vielleicht sogar holen. Der wäre sogar echt nice, aber den würde ich mir dann in episch holen. Weil in episch, so, das wäre echt ein fresher Skin, muss ich sagen. Oder so. So sieht der gut aus. So sieht der echt nice aus, der Skin. Ja. Also, das ist ein super Skin. Dann gucken wir mal weiter. Gehen wir nochmal Reset Skin und machen uns jetzt nochmal einen anderen Skin. Mit dem Teddybär oben drauf. Dann, Arms. Machen wir jetzt mal schwarz. Ne, so. Buddy. So. Legs. Duster. Oder Duster? Duster? Duster. Das geht gar nicht. Duster. Das sieht super aus. Und Mist. Ja, so sieht das schön aus. So ist es super. Das ist mein Skin. Das ist mein Skin. Cool. Erstmal Screenshot machen. Cool. Der Skin ist prachtvoll. So, jetzt gehen wir aber nochmal zum Raptor über, weil ich mag ja den Raptor Skin. Den finde ich ja sogar extrem nice eigentlich. Dann, Buddy.
Raptor ist das da, ne? Dann machen wir jetzt mal hier den da rein. Die da rein. Hallo? Ah. Den da kann ich. Man kann ihn gar nicht auswählen. Ach hier. Liebesranger, genau. Arms. Die da. Legs. Die da. Misk. So. Das ist ein toller, super toller Skin. Ja. Oh, bruh. Ja, das ist mein Schutz raus. Female gehen wir noch zurück. Ja. Das ist unser Skin. Weg damit. So. Oder doch so. So. Dann wir machen jetzt mal einen richtig bescheuerten Skin. Das da? Nee, das passt dazu. Das da? Das da. Und Misk? Das da. Wie sieht ein Skin aus, wo wir ganz viel Zeug drauf machen? So. Wo einfach mal uns durch. Wie behindert sieht das denn aus? Ja. Das ist unser Skin. Aber dann würde ich an der Stelle sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo, Kommentar freuen. Bis dahin, haut noch rein und ciao.